Beim Hausbau gibt es viel zu tun auf der Baustelle. Zu Beginn wird der Muldenkipper an die Baustelle gestellt. Die vier Ablagepläne werden drumherum verteilt. Auf die eingezeichneten Flächen kommt das jeweils passende Holzteil. Bauleiter Bruno Bär wird auf das weiße Feld neben dem Einbahnstraßenschild auf dem Bauplan gestellt. Die acht Pylonenplättchen mit den Baustellenmotiven werden gemischt und verdeckt neben dem Bauplan ausgelegt. Das erste Kind fährt mit dem Muldenkipper zu den Pylonenplättchen. Dreht eins um und schaut, ob das Motiv mit dem Bauabschnitt zu sehen ist, wo Bruno Bär gerade steht. Wenn ja, fährt das Kind das Plättchen mit dem Auto zu Bruno Bär und legt es auf das passende Bild. Wenn nein, dann wird das Plättchen wieder umgedreht. Das nächste Kind ist an der Reihe und deckt ein Pylonenplättchen auf. Sobald die beiden passenden Plättchen eines Bauabschnitts gefunden und auf die Ablagepläne gelegt wurden, nimmt man das dazugehörige Holzteil und lädt es mit dem Muldenkipper an der Baustelle ab. Auf diese Weise entsteht nach und nach das Haus mit Bodenplatte, Mauerwerk, Dach und Garten. Wenn der Busch in den Garten gesetzt worden ist, ist das Spiel zu Ende und alle freuen sich über das schöne Haus.